So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Total War Troy mit Paris von Troja. Das letzte Mal haben wir hier eine relativ große Schlacht gewonnen, kann man so sagen, gegen Bithynien. Und die haben jetzt auch eigentlich nicht mehr viel, also wir haben jetzt hier noch eine kleine Armee. Die werden wahrscheinlich jetzt auch wieder anfangen zu rekrutieren, aber ob es rechtzeitig gelingt, bleibt abzuwarten. Ich meine, ich hatte das hier irgendwo eingestellt, dass er wirklich Trefferpunkte regeneriert. Ich dachte auch, er hat diese Möglichkeit. Das schaue ich mir jetzt nochmal ganz genau an. Habe ich ihm das wirklich nicht gegeben? Ich meine, es gibt hier ein Ereignis oder einen Punkt, den man verteilen kann, wo er wirklich Trefferpunkte regeneriert. Das würde mich ja doch jetzt wundern, wenn das nicht so wäre. Dann gucke ich hier mal. Tatsache, das hat er nicht. Das hätte er wirklich gehabt. Bin ich mir fast sicher, dass er das hatte. Okay, er hat's nicht. Er hat's nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Ich glaube, ich hatte mal in einer anderen Kampagne irgendwie einen Gegenstand, wodurch das dann möglich geworden ist. Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Gut. Dann habe ich das da verwechselt. Dann können wir aber trotzdem jetzt hier ihm gleich den nächsten Punkt geben. Entweder hier, er bekommt einen Streitwagen oder er bekommt also ein großer Bogenschützenstreitwagen oder ein leichter Bogenschützenstreitwagen. Ich würde sagen, er bekommt den großen, weil da hat er noch mehr Munition. So. Da hat er dann. Ja. Das passt. Das passt. Was ist sonst noch passiert? Alas verabschiedet. In der frisch eroberten Region. Auch jetzt hier eine positive Beliebtheit. Und hier kann ich ja jetzt auch den Hafien-Ausguck niederreißen. Das hat sich hier für mich erledigt. Das Gebäude lasse ich stehen. Weil das ja eben schon auf der fünften Stufe ist. Oder vierten Stufe. Zweite Stufe, aber vierte Stufe, was vom Hauptgebäude benötigt wird. Das spricht Bände. So, dann baue ich hier den Tempel des Ares. Sehr teuer, aber sicherlich effektiv. Wir haben auch das Gebäude von Paris Gefährten gebaut. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir das denn wollen, die Streiter von Troja rekrutieren. Ich meine, es ist die beste Speerinfanterie im Spiel. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, weil ich... wir kennen ihn nicht, aber Sparta hat eine sehr gute Einheit. Und ich glaube auch Lykien hat noch eine ziemlich gute Einheit. Die jetzt... Aber gleichsetzen kann man die auf alle Fälle. Also es ist eine sehr, sehr mächtige Einheit. So, dann bringe ich gleich mal Maxitos. Death from a distance. Aber dem kann ich eigentlich noch näher ran. So. Ich bleib mal in der Perspektive, so sehe ich nämlich ein bisschen mehr. Hier kommt eine 10er-Armee an. Weiter geht's. Nächste Runde haben wir die nächste Technologie. So, Agent nicht bewegt, das kenne ich. Ja, passt alles. Ah, der segelt Richtung Missimna. Und Salamis baut sich hier ganz schön was auf. Eieiei, die Amazonen wurden jetzt hier auch völlig zurückgeschlagen. Zwei Siedlungen verloren. Ich sehe gerade auch, Salamis ist ja sogar schon hier.
Eieiei, Salam ist natürlich schon im Landesinneren drei Regionen überfallen. Das hatten wir jetzt in hoher Sicherheit auch. Entweder Hector gehört oder den Amazonas. Das überprüfe ich gleich mal. Die askanischen Phryger sind mit mir im Krieg. Wo ist die Fraktion? Ah, gleich nebenan, okay. Okay, gut. Das. Die wollte ich sowieso angreifen. Kultstufe gesunken, Athene, nicht so schön. Wir forschen jetzt hier Sehnsucht nach Krieg. 200 Holz pro Runde. Holz formt unsere Waffen und trägt uns über die See. Motiviert unsere Holzfäller mit einem Goldgeschenk. Dann motivieren wir mal die Holzfäller. Mit wem ist Salamis im Krieg? Es sind nur die Amazonen. Gut, dann hat das alles den Amazonen gehört. Dann müssen wir jetzt wirklich ein bisschen das beobachten. Beobachten. Okay, Primus Erbe. Wir haben wieder drei Wohlwollen erlangt. Wieder gleichzeitig zwei verloren. So, der Hafenausguck wurde abgerissen. Dann bauen wir hier an der Stelle erstmal Zelte der Holzfäller. Und ansonsten haben wir noch eine Residenz des Primus gebaut. Die baue ich gleich noch auf. Und dann geht's hier erstmal weiter. I pledge my loyalty. All for love. My bow is yours. So, ich komme mit Paris mal hier dazu. Paris of Troy. Hoffen wir, dass er jetzt in seiner Armee hier nicht Einheiten verliert. Get at them! Sehr schön. Perfekt, nichts verloren. Setzen. Und wieder was erobert. Und er hat ehrenhaft. Dieser Charakter hält sich an einen strikten Ehrenkodex und kann nicht von seinem Weg abgebracht werden. Plus 5 Nachschubsrate der begleitenden Armee. Das ist sehr gut. Hat der das auch? Nee, das nicht, dann würde ich die ja fast mal tauschen jetzt, ne? We will claim victory. Kann ich die noch tauschen? Death from a distance. Aber ich kann die Armee ja komplett tauschen, ne? Das geht ja. So. Und jetzt müsste. Ja, jetzt müsste die Armee sehr viel verstärken. Perfekt. So soll es auch sein. Dann haben wir jetzt hier die Option entweder mehr Reichweite. Reichweite für Bogenschützen und Reichweite für Geschosseinheiten. Oder ich gehe jetzt hier auf Nahkampfangriff aller Einheiten. Ich habe Connection Lost auf TS gehabt, da habe ich so gehört, was ist da denn los? Ich hoffe mal, das hat nicht mit den Arbeiten hier im Haus zu tun. Anhänger der Artemis, ja, wir sind eine Bogenschützenfraktion. Und ich werde früher oder später noch mehr Bogenschützen rekrutieren und bessere Einheiten. Deswegen gehen wir da auch volle Kanne auf den Wert, der unsere Fernkämpfer verbessert. Sehr hübsch, sehr hübsch. So. Ja, die ist mittlerweile jetzt schon hier etwas unzufriedener. Die nächste Provinzhauptstadt kommt ja erst hier. Wenn wir in drei Runden erobert haben, dann werde ich die dorthin versetzen. Weil, wenn wir das nicht machen, dann haben wir jetzt hier überall wieder Aufstände. Das muss nicht sein. So, wieder ein Ritual der Erhebung. So soll es sein. Und weiter geht's. Noch ein Erlass verfügbar. Dann nehme ich hier auch Wachstum und Zufriedenheit. Das nächste Mal könnte man sich auch überlegen, ob man vielleicht mal eine Hetakombe bei Aphrodite zündet, um dadurch dann nochmal die Zufriedenheit und das Wachstum fraktionsweit anzukurbeln. Macht auch Sinn.
würde mich aber ganz kurz mal interessieren, was hier wirklich los ist im Hintergrund. Okay. Der TS ist down. Gut, das wollte ich nur prüfen. Also liegt es nicht an mir, sondern an dem Netzwerk. Toll. Ui, was ist denn da jetzt passiert? Ui. Die wurden auch angegriffen von einer anderen Fraktion, mit der ich noch nicht im Krieg bin. Dann lasse ich die jetzt erstmal aus. Weil die natürlich jetzt geschwächt sind. Auch wieder ein Grund anzugreifen. So, Dionysios. Poseidons Überfluss. Fischer aus euren Küstensiedlungen melden, dass sie dieses Jahr ungewöhnlich viele Fische erbeuteten und ihren üblichen Fang verdoppeln konnten. Ihr müsst sicherstellen, dass dieses Geschenk Poseidons nicht verdirbt. Ich nehme trotzdem die Nahrung. Den Fisch verteilen und verkündete königliche Erlasse. Dann geht die ganze Forschung weiter. Jetzt haben wir wirklich alle Ressourcen, die wir extra haben können. Erforscht hier das Bronze, die Nahrung, der Stein, das Holz. Und jetzt muss ich mir überlegen, wo soll es weitergehen? Ah. Also das hier ist sicherlich sehr wichtig. Reduzierte Unterhaltskosten um minus 10%, das können wir eigentlich machen. Das hier ist ganz gut, plus 3 Rang für alle Agenten. Das könnte man auch früher oder später machen. Auch hier plus 10 Moral für alle Einheiten. Auch das ist natürlich von Nutzen. Plus 15 Nahkampfangriff für alle mittelschweren Einheiten. Ja, mittelschwere Einheiten werden wir aber auch noch lange haben. Ne? Kann ich das direkt erforschen? Ja. Dann werde ich das mal erforschen. 6 Runden, weil wir haben wirklich viele mittelschwere Einheiten. Da zählen ja die berühmten Bogenschützen genauso dazu wie unsere leichten Schwerträger. Und davon haben wir eben sehr viele. So, die askanischen Flüge haben, glaube ich, nur eine einzige Siedlung. Kann das sein? Ne, die haben sogar 2. Ja, die haben noch eine 2. Okay. Naja, ich muss jetzt sowieso übersetzen. Ich bleibe noch eine Runde hier. My bow is yours. Settle in for now. Ne, die bleiben drin. Und dann tausche ich hier nochmal ein paar. So. Noble Paris. Princely Might. So, dass die nochmal alle aufgefrischt werden. Eine Runde bleibe ich noch hier jetzt. Mit Paris fahre ich schon mal ins Wasser hier ein bisschen. Ja. Cut the waves. So, da steht das auch. Ereignis nochmal durchgehen. Verbündete angegriffen. Oh, Atelier. Aber das ist ja nicht mein Bier. Priamos Erbe. Ihr habt eurem Vater euren Wert bewiesen und seid eurem Ziel, zum Erben Trojas ernannt zu werden, einen Schritt näher gekommen. Ihr habt zeitdiplomatisches Geschick erfüllt und seid Priamos Wohlwollen um 50 angestiegen. Das ist viel. Diplomatisches Geschick. Die Banden sind mit den Amazonen im Frieden, genauso wie die Epiroten und die Pelasgioten. Und wir haben in den Troas jetzt die Streitwagenwerkstatt gebaut und können jetzt auch hier die schweren trojanischen Streitwagen rekrutieren. Ich nochmal nachschauen, was dieses diplomatische Geschick jetzt bedeutet. Plus 10 für jede Fraktion, die mindestens 100 positive diplomatische Beziehungen mit euch hat. Da echt so wenig Fraktionen, die das haben. Nur da haben wir schon einige. Aber es könnten natürlich noch ein paar mehr sein. I am dadurch sind wir wieder ein bisschen näher gekommen. Dadurch sind wir wieder näher gekommen. Gut. Mehr gibt's nicht zu tun. Mal schauen, ob Feinde in der Nähe sind. Hier die das ist Phytia, genau. Ah, und hier unten, das muss man wirklich beobachten. Das ist eine gefährliche Entwicklung, eine äußerst gefährliche Entwicklung.
So, dann würde ich sagen, baue ich hier noch das, die Bronzeschmiede. Bronze kann man immer gebrauchen. Was mir hier noch angeboten wird, alles nicht benötigt. Die Paphlagonia, die kommen auch noch dran. Oh, 4 hat sich hier nicht getan. Plus 5 Wohlwollen erlangt. Da wurde ein Frieden verhandelt und wir haben wieder eine Stadt im Wald gebaut. Wo ist mal eine Bronzefeuergrube? My bow is yours. Ich glaube, ich schaff's sogar in einer Runde, oder? Loyal service. Allerdings aufpassen, hier hat auch die Fraktion diese askanischen Frühgaben auch noch hier in der Armee. Das könnte funktionieren. Ready for war. Helen's beloved. Ja. Boah, ist das, da haben wir mega gute Chancen. Was ist denn hier los? Da hole ich aber noch Unterstützung. Für geringere Verluste. So, die müssten auch an Land kommen. Na, die an Land? Ja. Ship docked. Landfall. Up the pace. Er schafft es tatsächlich nicht an Land. Don't waver now. This will hurt. Might prevails. Ja, er schafft es nicht an Land. Schade. Make it count. Naja, dann mache ich das trotzdem mit der Armee. Bring their death. Mal gucken. Wahrscheinlich sind wieder 3 Einheiten Speerträger weg. Könnte ich ja mal wieder drauf wetten. Na, nur 2. So, wir haben außergewöhnliche Krieger gefunden. Schild des Eteoklos. Plus 3 Nahkampfabwehr. Dann haben wir zuversichtlicher Belagerer. Minus 2 Durchhaltedauer von feindlichen Armeen. Plus 6% Moral. Und die Bietnier sind besiegt. Was haben wir denn hier erobert? Eine Stadt auf Stufe 4. Und das kann man alles erstmal so lassen, ja. Tempel der Aphrodite finde ich jetzt nicht ganz so toll. Aber vorerst hier, da es ja Kriegsgebiet ist oder noch ein Kriegsgebiet wird, ein sehr, sehr großes für die nächsten 10 Runden, ist ein bisschen Verstärkungsrate nicht schlecht. Garnison haben wir auch. Passt. We will claim victory. Blessed by beauteous Aphrodite. In Ares' name. So, dann muss ich mir überlegen, was nehme ich hier? Mehr Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse? Erhöhte Genauigkeit und erhöhte Reichweite? Oder noch mehr Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse und Geschossschaden? Und ich denke, ja, Genauigkeit ist schön und gut, aber nee, ich gehe volle Kanne auf Geschossschaden. So. Aber es ist immer noch ruhig, also es ist verhältnismäßig sehr, sehr ruhig geworden. So, und was ich jetzt mache ist,
weil ja Paris in der Stadt steht, jetzt schicke ich erstmal Helena dahin, dass sich hier erstmal wieder die Krise ein bisschen erholt. Pühle. Weil hier natürlich jetzt aktuell, das sieht man hier noch nicht, aber in dem Menü sieht man das. Minus 6 in dieser Provinz, wo sie gerade ist. Ich glaube, das gilt doch auch für andere Provinzen, dachte ich. Ich dachte, das gilt auch für andere Provinzen. Nee, es gilt erstmal nur für diese Region. Die minus 6. Aber das geht ganz schnell über dann, dass sie nachher dann noch einsam wird. Und das will ich nicht. Und deswegen schicken wir sie jetzt hier erstmal nach Pülä. Dann ist sie auch erstmal wieder zufrieden. So, ist sie da. Und jetzt ist sie happy. Paris. Expert Archer. Weiter geht's. Die scheinen noch mehr Feinde zu haben, wenn sie die Agenten auf sich ziehen. Das ist wie so ein Magnet. Und wir haben wieder eine Rebellion. Eieiei, hier. Garnison steht da. Der Daniel ist ja auch in der Nähe. Mal gucken. Verbündeter griff Missimna an. Phytia. Dann haben wir wieder plus 6 bekommen. Und Salamis griff Hektor von Troja an. Eieiei, die sind schon hier. Eieiei, was ist denn hier los? Die sind echt schon ziemlich gefährlich nah jetzt hier. Gefährlich, gefährlich. Ja, das ist nicht gut. Ich schaff's auch dir in einer Runde nach Ankore. War makes the man. With charm and skill. Ja, dann sollte ich Zweifel angreifen. Prince of Troy. Destroy the foe. So, das wäre eine glorreiche Niederlage. Widow their wives. That is beyond me. Death from a distance. Ich werde ihn sogar diesmal mal belagern, denke ich mal. Yep, ich belagere ihn erstmal. Wir können ihn aushungern, das ist verlustärmer. Fall upon them. Ich noch irgendwas, was ich ihm noch stattdessen geben könnte, dass es noch schneller geht, dass ich ihn hier aushungere? Wahrscheinlich nichts, ne? Nee. War leider nichts. Oder ich baue noch ein paar Belagerungsgeräte, aber ich will die Schlacht einfach nicht in der Stadt spielen. Das können wir ganz entspannt machen. So, hier kann man noch was bauen. Hier steht noch ein Wachturm, der kommt auch weg. Und bei Derkos kommt jetzt auch der Turm weg. So. Weiter geht's. Ich gucke lieber trotzdem hier hin, dass der Schauplatz ist wichtiger. Uiuiui, und Phytia hat 2 Siedlungen erobert. Ah, das sieht echt nicht gut aus hier aktuell.
sieht nicht gut aus. Dafür wird Fütja in der Heimatprovinz fertig gemacht. Ja, vielleicht sollte ich immer ein bisschen mithelfen, dann, ne? Das kann ja jetzt nicht so weitergehen. Brüderliche Gier, minus 10. Konföderation Hektar von Troja mit Symna, das ist ja gut gegangen. Quit-Stufe gestiegen. Das hat es für ihn natürlich einfach gemacht, weil nach jeder Konfi sind erstmal die Garnisonen alle kaputt. Und dadurch konnte er natürlich sehr einfach die. Ja. Die Region erobern. Dann breche ich hier mal diese Ziele ab. Dann sollte da nicht weiter sich drauf konzentrieren, sondern soll sich hier wirklich auf die Ziele vor unserer Küste konzentrieren. Und da Daniel ebenso. Daniel kann sich mal um die Rebellion kümmern. Da fehlt nur noch 5, dann habe ich eine Konfi. Also eine Konfi, da sind wir ganz nah dran. Da sind wir ganz nah dran. So, Siedlung belagert. Das ist ja schon mal löblich. Was haben wir sonst? Genau, das hatte ich schon gelesen. Boah, hier ist viel passiert. Argos griff Hektor von Troja an. Verbündete Siedlung eingenommen. Eresos. Verbündete Siedlung eingenommen. Pedasos. Ja. Und Porselena auch. Also hier passiert wirklich viel aktuell. So, wir haben dann zwei Gebäude abgerissen. Getreidekarren für ein bisschen Wachstum. Und hier baue ich dann erstmal noch die Zelte des Holzfällers. Gleich mal auf die nächste Stufe. Nicht, dass er wiederkommt und dann hier die Griechen hier ihre Militärlager errichten. Das kann wirklich keiner gebrauchen. So, ein bisschen was wurde gebaut. Bring their deaths. Wie sieht das aus, wenn ich angreife? Ja gut, da kann ich auch... Ja, komm. Da spare ich mir jetzt die zwei Runden. Greife ich jetzt gleich an. Verliere ich halt dreimal Schwerträger. Wieder wetten. Dreimal Schwerträger. Zweimal Schwerträger. Ich sag drei. Er ist ja tot. Und es sind drei. Ja, richtig gewettet. Und die besetzte Siedlung. Ich meine auch auf Stufe 4. So, da hat ein Wecker geklingelt. To the winners, the spoils. Muss ich mal ganz kurz schauen, was da los ist. Okay, der Wecker hat wegen dem Ereignis geklingelt, was ich heute früh schon erledigt habe. Sehr schön. Dann haben wir außergewöhnliche Krieger gefunden an Kore. Beeindruckende Männer von großer Statur sollen hier gesichtet worden sein. Wenn wir sie mit einer Gelegenheit zum Trinken und zur Ausbildung willkommen heißen, werden sie für unsere Sache kämpfen. Ja, das ist nichts anderes als Riesen, die wir hier rekrutieren können. Leider war hier kein Riesengebäude drin, sonst hätte ich das gleich auf einer hohen Stufe gehabt. Hätte der hier eins gebaut, hätte ich es gleich auf Stufe 2 wahrscheinlich gehabt. Schade. Ansonsten haben wir hier aber alle Verwaltungsgebäude, die es so gibt. Wir haben hier auch einen Tempel des Poseidon. Ja. Muss ich erstmal noch hier Medra erobern. Gut, dafür müsste die Beliebtheit jetzt hier umso höher sein, ne? So, die Speerträger muss ich erstmal nachrekrutieren. Können wir hier jetzt im Glück. Wir haben sogar eine 4er-Rekrutierungskapazität wohl durch. Warum haben wir eine 4er-Kapazität? Daran liegt es nicht. Ach doch, durch Ares hier. Plus 1 Rekrutierungskapazität, sehr gut.
Das macht vieles einfacher. Dann hole ich, Paris mal da raus. Und ihn rein. Weil er muss ein bisschen mehr verstärken. So, und er hat wieder einen weiteren Rang. So, und dann kriegt er hier inspiriertes Zielvermögen auf Schaden. Hier würde man die Kosten senken, die Zornkosten. Aber mehr Schaden ist noch besser. So. My bow is yours. Perfekt. Hier haben wir noch eine Steinsiedlung. Ja, wir müssen echt aufpassen. Hier ist auch Achilles mittlerweile. Was der hier erobert. Ja, also das ist ja wirklich jetzt sehr bedrohlich geworden. Und ich rekrutiere jetzt hier wirklich eine Armee, eine weitere. Wir haben ja genug Nahrung, ich kann mir das auf alle Fälle auch leisten. Da muss ich jetzt gegen vorgehen. I always do my duty. So. Hier sieht man es auch, ich kann jetzt hier die Reiter von Troja rekrutieren. Aber ich hole mir erstmal ein paar andere ein. Glory and plunder. Bevorzugt hole ich mir jetzt hier erst einmal. Boah, ich habe hier eine 6er Rekrutierungskapazität. Warte mal, wird das so erhöht durch den Tempel? Ja, plus 2 Rekrutierungskapazität durch den Tempel. Das ist krass. So, dann aktiviere ich Athene gleich mal. Nächste Stufe. Ganz wichtig. Und dann mache ich auch nochmal das Gebet. Dann haben die nämlich nochmal plus 3 die Einheiten. Plus 3 Einheitenränge. Und das geht ja dann ab nächster Runde, so denke ich mal, ne? Das geht ab nächster Runde. Ja, und dann können wir die hier auf Einheiten Rang 8 rekrutieren und das ist dann wirklich verdammt OP. Ja. Ne, hier ist noch eine Runde. Ich könnte auch noch eine Runde abwarten, dann bekomme ich die sogar auf Einheiten Rang 3, die berühmten Bogenschützen. Das kann auch nicht schaden. Dann lasse ich die eine Runde noch. Machen wir es so. Ich meine, was hat er denn hier? Da ist nicht mal eine Armee, dann schicke ich die gleich mal weiter. Und der Rest hat sich hier ja auch. Dann schicke ich die hier mal rüber zu dem Tempel der Athene. Und haben wir auf 316. Ja, das muss aber auch noch eine Weile so bleiben. Dann aktiviere ich das hier nochmal einmal. Und dann schicke ich die jetzt weiter. Weiter geht's. So, die hat noch einen Punkt. Plus 3 Zufriedenheit. In eigener Siedlung. Aber hier werden wir bald fertig sein und dann können die auch unten mithelfen. Könnte man ja durchaus sich überlegen, ob man noch Mysien gleich auf dem Rückweg mitnimmt. Die grenzen ja auch hier gleich an. Ja, perfekt. Die beenden hier nicht angriffsbar. Genau das brauchte ich jetzt. Wenn die das machen, dann habe ich nämlich kein Problem, weil ich jetzt auch keinen Vertrauensnachteil habe, wenn ich denen den Krieg erkläre. Das hätte ich auf alle Fälle gehabt. Allein schon durch das
durch den Nicht-Angriffspakt, den ich vorher erstmal brechen müsste. Sehr schön. Das macht es wirklich einfach. Gebet erhört. Athena. Und ich sehe gerade auch schon, wir haben wieder die 35 Minuten erreicht. Also sind wir hier ganz klar überzogen mit der Folge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut. Und ciao.